Hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenstein, beziehungsweise in den Grafschaften von Falkenstein. Und wir sind hier an dem Weg, den der Sonnenschein, beziehungsweise hier vorne den Fluss gemacht hat. Der Sonnenschein hat in den Fluss gerammt. Und ich habe hier den Weg ein bisschen schon mal weitergemacht, hier mit den Laternen und den Zaun und so ein bisschen begrünt und hier so ein paar Bäumchen gepflanzt. Und wir befinden uns quasi auf der anderen Seite der Brücke, also quasi... quasi hier ist der breite Weg, ne? Und hier ist dieser Übergang. Da hinten fehlt noch die Brücke, die habe ich noch nicht gemacht. Ja, das stimmt. Bis hier hatten wir ja eh schon den Weg bis da vorne, ne? Und jetzt ist der Weg halt hier noch ein bisschen weiter. Ich habe den hier gemacht. Und ich zeige euch einfach mal, wie weit ich das gemacht habe. Es ist halt viel Arbeit gewesen, die halt auch offscreen gemacht werden hätte müssen. Des Weiteren habe ich also nicht nur den Weg gemacht, sondern ich habe hier auch die Türme. Die kennt ihr ja schon. Wir hatten ja 3, glaube ich, gebaut. Ich habe die anderen 6 noch fertig gebaut und überhaupt platziert. Und ich habe sie auch eingerichtet. Also unten natürlich nichts. Muss ich mal gucken, vielleicht kommt da noch irgendwas rein. Also wir müssen auf jeden Fall noch Bewaffnung reinpacken. Und dann geht man halt hier hoch, zack, zack, zack. Und hat dann hier rechts in jedem Turm das gleiche. Immer hier so ein Tisch und eine Bank. Kann natürlich rausgucken, wenn man will. Hier hinten 2 Betten für die Wachleute, einmal für einen Schwertkämpfer und einmal für einen Bogenschütze, der quasi oben auf dem Dach ist und der Schwertkämpfer unten die Tür bewacht. Natürlich, dann kommen hier noch Rüstungen hin und hier dann halt die Bewaffnung rein quasi. Hier dann auch nochmal eine Kiste, eine Werkbank und einen Ofen, damit es nicht kalt wird. Dann kann man hoch aufs Dach, da gibt es jetzt auch eine Tür, damit es nicht reinzieht. Kann man natürlich auch wieder schließen und dann hat man vom Dach aus hier diese Aussicht. Ja, man kann da überall hingucken, auf die ganze Prärie, auf die ganze freie Fläche. Dann kann man hier auch später in den zukünftigen Wald, beziehungsweise hinten bis zur... eine Werkbank. Bis zur Papierfarm. Hier oben ist dann auch noch irgendwann ein Dingswald. Vielleicht könnte hier auch ein guter Platz für den Friedhof sein. Naja, egal. Man kann zum anderen Turm sehen, da kann man dann rüberwinken und sagen, hallo. Ich glaube, man kann sogar rüberschießen mit viel Glück. Ah, schade, verschwindet. Reicht nicht ganz. Man kann natürlich auch zur Falkenwacht gucken. Da hinten ist die Falkenwacht, beziehungsweise Falkenstein. Die Wacht ist ja das Hauptgebäude selbst. Man kann hier den Fluss entlang gucken, ne, ob da irgendwelche Bösewichte hier unten... Hey, komm her, hier! Du Sau! Ich treffe dich. Du willst oder nicht? Zack, seht ihr? Kann man halt beschießen, falls die dann halt hier durch die Höhle da hinten wollen. Da hinten. Hier dann halt die Siedlung, die hier früher oder später entstehen soll. Also es ist ja eine Planung, dass hier eine Siedlung entsteht. So eine kleine Bauernsiedlung. Man kann dann natürlich den Weg entlang gucken, beziehungsweise die Baumreihen, die ja eigentlich sicher sind, weil man ja nicht von dort hinten, von der Blumeninsel da, naja, nicht ganz rüber kann. Man kann zu dem Turm gucken. Und das Interessante ist, das zeige ich euch gleich, wenn wir uns den Weg angeguckt haben. Die Türme sind alle rund 100 Blöcke voneinander entfernt. Jetzt plus minus 10 Blöcke, das ist jetzt mal dargestellt, hingestellt. Die Siedlung ist von den Bäumen hier getrennt, damit das Ganze so eine räumliche Abtrennung hat. Und wenn man das Ganze von außen anguckt, oh Gott, ich masse Leute gerade wieder richtig viel, ne? Ich weiß, tut mir leid. Wenn man das Ganze dann halt von, ich sag mal, man kommt hier an aus Hundskrab, das liegt ja in südwestlicher Richtung, ja, und die Richtung da hinten. Kommt man an als Wanderer und hatte keine Lust mit der Flunder zu reisen, kommt man hier so über die Berge und denkt sich so, ach, naja, irgendwann muss ja hier Falkenstein kommen. Und dann sieht man da schon diesen riesengroßen Berg. Und auch da die Spitze, ne? Mal gucken, was wir darauf machen. Und dann kommt man hier so und sieht so, oh, da ist es ja, getrennt von dem Fluss und... Genau, da wachsen überall noch Bäume, ne? Ist dann halt so wie da hinten der Weg. Überall vorne Bäume, immer zwischen den Lampen 2 Bäume. Und das wird dann Na doch, es hat schon einen leichten Charme von Romantik, würde ich sagen. Ja, genau, es hat halt einen Charme von Romantik. Hier muss ich auch mal gucken, ob ich hier noch... Die Bäume kommen auf jeden Fall anders. Der gefällt mir eigentlich ganz gut, aber hier müssen noch andere Bäume irgendwie hin, vielleicht. Mal gucken. Dann kann man auf jeden Fall, wenn man von hier kommt, über die Brücke, die später da entsteht, muss ich mal gucken, wie ich die mache. Kann man dann hier lang gehen, hier kommt noch was drauf, keine Ahnung. Irgendwie was. Kann man hier auch wieder runtergehen. Und dann hier den Weg entlang. Ja, hier sind dann halt so die Bäume, ähnlich wie das andere mit den Steinmauern, aber hier sind halt Erdhügel. Kann man hier so lang gehen. Und es ist ja geplant, dass dieser Weg einmal komplett an allen Türmen vorbeigeht. Das heißt, man kann hier
hier durch diesen schon sehr engen, begrenzten Gang hier so durch, ne? Und dann ist man hier oben und hier wachsen natürlich die Bäume dort unten, aber man kann dann halt hier so ein bisschen durchluschern, ne? Und da hinten hingucken und naja, es ist halt, das hier geht zum Beispiel gar nicht. Das hier, ne? Das ist No-Go. Das wollen wir mal wegmachen. So. Okay. Ja, schön. Wer schreibt mir denn hier zu später Stund? Und jetzt juckt mein Ohr. Na toll. Okay. Kann weitergehen. Man kann hier... Na toll, es regnet. Kann dann hier lang gehen und hat dann hier natürlich, weil hier keine Bäume wachsen, beziehungsweise die sind schon gewachsen, aber ist hier hoch, kann man hier auch rüber gucken. Und gucken, wer da so über die Bergspitzen kommt, ne? Und das im Fichtenwald. Kann man überall rumgucken. Hier nicht so, man ist hier ein bisschen geschützt, ja? Das ist alles ein bisschen verwuchert, sage ich mal. Kann man natürlich hier auch reingehen und ihr seht schon, der sieht genauso aus wie die anderen Türme. Na, rechts wieder die Bank. Da hinten Werkbank, Kiste, Ofen. Und hier wieder die Betten und so. Kann man schlafen? Kann man noch nicht. Und den Chat sollte ich vielleicht auch mal ausstellen. So, dann kann man hier auch wieder hoch. Interessant. Guck mal, da ist da Schnee. Das sieht hier witzig aus. Erst habe ich gedacht, das Feuer würde erlöschen. Man kann dann natürlich auch wieder zu dem Turm gucken und hier auch rüber, ne? Je nachdem, wie weit man die Sicht hat. Und dann könnte man später vielleicht da oben. Da ist das Kloster, seht ihr das da? Im Nebel. Da ist dann das Kloster und dann kann man hier auch überall halt hingucken, ne? Und hier auch runter gucken. Und wenn da einer mit dem Boot kommt, den kann man dann auch abschießen, so. Krass, guck mal. Sofort erlöschen. Okay. Man kann natürlich auch hier wieder runter gucken und sehen, okay. Ja gut, wenn jetzt einer mit dem Boot kommt, sieht man es nicht, aber man sieht, wir müssen da noch ein bisschen freischlagen hier vom Gelände. Und man sieht da hinten auch schon den Turm und man sieht ein Stück vom Weg und da gehen wir jetzt hin, beziehungsweise erstmal gehen wir schlafen. Mach die Tür auf. Und ja, ich habe nur noch 29 Level, weil ich bin einmal gestorben. Und das weiß sogar der Sonnenschein. Und ich trinke mal was. Die Folge heute, die kommt sehr spät raus, weil ich noch ein bisschen was zu tun habe und ich nehme jetzt gerade nur zwischen Tür und Angel. Sagt man das so? Ja, zwischen Tür und Angel nehme ich auf. Aber ich werde heute Abend dann, wenn ich wieder zu Hause bin, mich noch ein bisschen darum kümmern, das hier weiterzumachen. Ich will euch halt nur zeigen, was ich hier so gerade mache zurzeit. Ja, ich denke, ihr wolltet auch nicht dabei sein, wie ich hier diesen Weg hier baue, die ganze Zeit buddel und schlage und hier fehlt noch ein bisschen was und naja. So, und bis hier ist ja das gewesen, was der Sonnenschein gemacht hat, ne? Der hat ja bis hier, ne, Fichtenholz brauche ich ja wieder. Der hat ja bis hier, ja, das gemacht, so, ne? Hier, Stein und so. Also hier, das freigegraben. Ist dann die breite Stelle. Und dann habe ich hier schon weitergemacht, ne? Das hier freigegraben. Hier werde ich auch auf 1, 2, 3, 4 hier oben werde ich dann noch so eine Bordüre machen, sage ich mal. So wie beim ersten Teil des Weges. Das hier muss weg, ne? Es darf nichts im Weg drinne hängen. So, hier natürlich überall die Leuchten, ist klar. Hier dann so eine kleine Ecke, da wo man halt mal diese rüberlunsen kann. Vielleicht stelle ich hier auch eine Bank hin. Das wäre eigentlich ein idealer Punkt für eine Bank, oder? Wir haben sowas sogar dabei. Guck mal. Eine Steinbank? Hm? Und dann machen wir eine Steinbank. Ah, das geht nicht. Na gut, machen wir irgendwann später mal. So, dann habe ich hier natürlich die Werkbank und hier ist eine Brücke entstanden. Eine Brücke, die Richtung, also die in den Fluss über den Steinbruch überwindet sozusagen. Zack, zack, zack. So eine Fußgängerbrücke. Hier habe ich dann viel Berg weggemacht. Das muss noch ein bisschen angepasst werden. Das werde ich offscreen alles machen. Oder, je nachdem, wenn ihr das wollt, mit euch natürlich onscreen. Das könnt ihr ja heute in dem Video unter den Kommentaren schreiben, weil dann kann ich morgen direkt die Aufnahme für Dienstag machen. Also Dienstagvormittag natürlich nehme ich auf, so ab 7 Uhr. Und dann kann ich das direkt umsetzen, ne, ob ihr das möchtet oder nicht. Ja, hier ist dann halt alles noch ein bisschen Rohbau. Hier ist so ein Weg, der hochgeht. Natürlich überall hier diese zwei breit. Da kommt dann auch noch, die Lampen kommen natürlich auch noch weiter dran. Und das Gitter, so wie da. Damit hier auch wirklich keiner rüberhüpfen kann, ne. Und das hier zum Beispiel, das ist kein Falkensteiner Land, ne, wenn man hier so guckt. Der Weg
ist sozusagen die Grenze, beziehungsweise der Fluss, ne? Hier im Grunde, ja, über diesen Zipfel hier kann man sich noch streiten, aber es geht ja dann hier lang, hier lang, hier lang, hier, hier an dem Turm vorbei, hier, 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 so, hier, hier, zack, 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 und der geht dann bis hier so. Naja, auf jeden Fall habt ihr jetzt auch die Türme gesehen. Und hier muss der Weg noch hochgebaut werden zu dem Turm und da hier muss weg die Tanne. Dann geht's hier und weiter habe ich es gestern nicht mehr geschafft. Auf jeden Fall geht dann hier halt hier der Weg lang. Und wir können hier mal die Türme abgehen. Die neuen Türme nennen wir es dann einfach vielleicht mal. Warte mal, können wir zoomen? Dann machen wir das als Wallpaper so, als Thumbnail. So. Ja, genau, dann geht's halt hier so lang, ne? Hier entlang der Grenze. Aber natürlich nicht so weit oben, sondern weiter unten ist dann der Weg. Irgendwie muss ich mal gucken. Hier dann in diesem Turm hoch gibt es dann auch eine Treppe. Und wenn wir jetzt reingehen, werdet ihr was sehen? Genau. Dasselbe wie immer. Wir können aber jeden Turm eigentlich begehen und mal von oben runter gucken. So, ne, hier haben wir die Aussicht zu diesen beiden Türmen. Interessant mit dem Nebel, ne? Dann zu dem Turm. Der ist so ein bisschen versteckt. Und hier können wir überall runter gucken und dann sehen wir halt hier, wer in dem Wald da rumläuft. Und dann sagen wir, oh, da hinten kommen sie, die Zombies, zack. Und dann können wir sie abschießen. Ne? Oder wir können auch hier bis, das ist das Fantastische, wir können von hier oben bis da hinten zu dem Schnee gucken. Wisst ihr, wo das ist? Das ist hier. Wir haben von hier so eine weite Aussicht bis hier vorne. Ne? Also wir können wirklich weit gucken von den Türmen. Dabei sind die gar nicht so hoch. Wenn man jetzt bedenkt, wir sind hier auf 91. Und der Boden von dem Turm ist auf, ich glaube, 82 oder sowas. 81. Ja, also das sind gerade mal keine 20 Blöcke. So, naja, auf jeden Fall geht dann hier der Weg so rum. So, hier lang, da schlängelt sich hier lang, hier lang. Da habe ich schon überlegt, ob ich da vielleicht eine Mine reinbaue. Eine richtige Bergmine, das würde für den Fastgard ganz gut sein. Ja, Fastgard, falls du mal wieder im Lande bist. Du kannst gerne ein Visum beantragen. Ob es genehmigt wird, ist halt so eine andere Sache, aber... Na, weißt du Bescheid? Hier geht's dann lang, hier der Weg so hier rum, zack, zack. Und hier lang. Und dann habe ich vor, dass er hier so ein bisschen ansteigt und über den Wasserfall hier lang geht. Über den Wasserfall hier. Über dieses kleine Seeding hier, was auch immer das sein soll. Und hoch zu dem Turm da oben. Und das ist, finde ich, eigentlich ist das sogar mein Lieblingsturm, glaube ich. Der ist halt sehr, sehr cool. Der Weg soll dann halt hier so lang führen irgendwie. Müsst ihr, wie gesagt, in die Kommentare auf jeden Fall reinschreiben, ob ich das am Dienstag direkt machen soll. Oder halt nicht, ne? Wenn nicht, dann, wenn nichts in den Kommentaren steht, dann werde ich das Ganze natürlich offscreen bauen. Also ich werde auch so offscreen bauen, ein Teil, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann auf jeden Fall hier hoch. Wir wollen ja den Turm, ich muss euch ja den Turm zeigen. Das ist einer der genialsten Türme, die ich jemals hier platziert habe. Natürlich sind alle hier mit diesem Gitter abgesteckt, ne? Also, hier so geht's rum. Die kann man dann, von hier aus hat man schon eine super Aussicht, ja? Man kann fast bis nach Exe eigentlich gucken. Ja, und dann halt hier, auch hier wieder mit der Stufe, alles das Gleiche. Oh, das hier gehört natürlich nicht dazu. Und ich glaube, hier ist dann noch was in der Kiste drin, ne? Ne, auch nicht. Ne, man kann dann hier hoch wieder und hier wieder die Sitzbank, da wieder die Betten mit den Ständern und der Kiste, natürlich nichts drin. Was wir in der nächsten Folge auf jeden Fall vielleicht... Ja, eigentlich schon. Machen werden ist, die befüllen die Türme. Ja, dann können wir zu dem Turm da gucken. Der Turm ist so ein bisschen, naja, man hat halt das Problem, dass man hier nicht hingucken kann. Also man kann von diesem Turm aus bis da hinten gucken, zu diesem Baum. Und man kann von dem Turm aus quasi genauso gucken. Also ich sag's mal so, man hat von diesem Turm aus so die Sicht bis zu diesem Baum. Und man hat von diesem Turm so die Sicht bis zu diesem Baum. Also eigentlich ist es schon komplett abgesichert. Man kann natürlich auch zu dem Turm da hinten gucken, das ist mein Problemkind ein bisschen. Ja, zeige ich euch gleich warum. Und was ich eigentlich sagen wollte, hier. Guckt euch diese geniale Aussicht an. Ist das nicht der Hammer? Wenn da hinten schon irgendjemand kommt, ne? Da hinten, da wo... Ah, es sieht aus, als wenn da ein Fluss ist oder sowas. Das ist hier, das hier. Wenn da hinten jemand kommt, aus Exe... Okay, dann sehen wir das, ne? Und hier ist dieses Meteorloch, wo der Onkel Willi hat gesagt, hier könnte ein Meteor eingeschlagen sein.
könnten wir nachverfolgen. Und vielleicht haben wir Glück und da ist vielleicht Diamant oder sowas drin. Wir sollten auf jeden Fall nochmal hingehen. So. Ja, auf jeden Fall hat man eine super Aussicht, ne? Das sieht der selber. Und die Wege gehen dann halt hier über lang und gehen dann hier auch ran. Ne? Es geht dann halt quasi so ein Weg hier irgendwie runter. Keine Ahnung wie, muss ich mal gucken. Das ist halt echt ein Planungsding. Das dauert wirklich mehrere Folgen, wenn ich das onscreen mache. Und einige Folgen auch offscreen, ne? So, ich sag mal, so Stunden. Ich habe am Sonntag habe ich für den Weg, der bis jetzt gemacht ist, habe ich gut 8 Stunden dran gearbeitet. 8 Stunden, das sind jeweils 3 Folgen. Das sind, könnt ihr euch ausrechnen, 27. 27 Folgen. Das heißt, wir wären schon längst bei 1500. Bei Folge 500 durch. Apropos Folge 500, ne? Ist ja auch bald, ne? Was, wo? Hä? Oh Gott. Hallo, Hexe. Guck mal eine an. Was hier für eine grandiose Höhle ist. Naja, okay. Haben wir hier unter dem Turm, also hier ist ja gar kein Turm, aber hier in der Höhle haben wir ein kleines Versteck. Müssen wir uns mal merken. Weiter zum nächsten Turm, ne? So, dann geht halt der Weg hier irgendwie hier rum, zack, zack, so über vielleicht auch so ein paar Holzbrücken und sowas, ne? So ein, ich habe mir so vorgestellt, dass so Holzpfähle in den Fels reingeschlagen worden sind und darüber Holzbrücken irgendwie. Ja, dann hier geht's halt hier lang und dann geht's halt hier hinten irgendwie dran. Hier so ein Weg rum, vielleicht wahrscheinlich vorm Turm und dann hier so hoch der Weg. Und dann natürlich hier rein. Und wie soll's sein? Richtig, wieder identisch. Das hat Zeit gedauert, Freunde, das sage ich euch. Ja, hier dann so die Aussicht. Zack, 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 zack. Überall, man kann dann halt hier wirklich, wie gesagt, bis da hinten zu den Bäumen gucken. Auch zum schwebenden Baum. Und dann kann man dahin gucken, bis zu dieser Insel. Und da sollte eigentlich der Turm hin. Aber der Turm war da halt besser positioniert. Und jetzt wird es wieder dunkel und die Folge ist eigentlich vorbei, ne? Kann man noch nicht schlafen? Ne, mit hungrigem Magen kann man nicht schlafen, das müsst ihr euch merken. Ah, gute Nacht. Wir werden die Tour noch mit den Türmen zu Ende machen, also keine Bange. Und wie gesagt, die Folge kommt halt wirklich sehr spät raus, das tut mir auch leid. Aber ich hoffe trotzdem auf zahlreiche Kommentare. Falls nicht, naja, dann kann ich es nicht ändern. Tut mir leid. So, ne, dann geht halt der Weg, der soll dann halt hier irgendwie so lang gehen, da hinten solche Felsen irgendwie, hier dann so noch gestützt und hier unten gestützt und da ist komischerweise ein Skeletor. Ne, da ist komischerweise eine Leiter und ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht wisst ihr das, hab ich die Leiter dahin gemacht oder nicht? Das ist die große Frage. Und, was ich auch gesehen habe, ist, war das da? Ich glaube, da, nee, ich glaube in Turm 4 war, naja, egal, zeige ich euch später, da war ein Spawner drunter. Was mich wieder auf den Punkt bringt, Zeron, gilt das eigentlich noch mit dem Spawner-Sachen? Ja, ne? Das war ja für alle, ne? Dass, man, Spawner, wenn man die findet und meldet, dass man die dann 3 Stück eintauschen kann gegen ein, war das so? Also, dass man 3 finden muss, sie eintauschen kann dann und sagen kann, ey, gib mir mal hier einen anderen. Und auch hier können wir wieder von hier bis da hinten zu den komischen Kanten und dem Wasser da gucken. Na, und hier haben wir auch schon eine gute Aussicht, aber wir wollen jetzt zum nächsten Turm. Genau, der Weg geht ja dann auf jeden Fall noch hier rum. Hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier so irgendwie entlang. Irgendwie hier entlang an der Küste und dann geht hier so ein Weg hoch. Vermutlich hier. So in dieser Richtung orientiert geht der Weg hoch.
auch wieder mit Bäumen natürlich bepflanzt, theoretisch, weiß ich nicht genau. Und dann geht der nicht hier rum, sondern hier rum. Sondern momentan ist der hier halt hier hinten. Zack. Wir müssen dann irgendwie einen Weg finden, der denn hier, vielleicht hier sogar durch diese Schlucht hier, so ein Treppenhaus irgendwie hoch, zack, hier dran. Natürlich wieder wie alle anderen Türme auch. Sitzplatz, Bänke, Ständer, also Rüstungsständer und dann hier oben raus. Und dann kann man hier zu dem Turm gucken und sagen, ey, alles klar bei dir? Man kann sogar rüberschießen, wenn man will, wenn das Feuer ausgeht. Naja. Und da hingucken und dann kann man hier gucken und man sieht, aha, hier hat man die Übersicht. Und wir haben auch die Übersicht über diese kleine Insel. Und ich habe erst überlegt, ob ich die Türme nicht hier so eng mache. Weil die sind ja doch recht eng hier vorne. Sondern, dass ich den Turm hier hinbaue. Dann ein hier und ein hier. Quasi der, oder ein hier und ein hier. Aber eher hier und hier. Dass quasi die Inselmitte dazu gehört. Aber nein, brauchen wir nicht. Wir haben hier so viel Platz jetzt. Und es ist auch ein Wunder, dass Zeron gesagt hat, ja, ist okay, kannst du so machen. Weil es ja doch schon ein recht großes Stück Land, ja. Ja, so viel dazu. Was gibt's noch? Den letzten Turm müssen wir noch. Der ist auch echt schön geworden, weil der eine schöne Aussicht hat auf Falkenstein. Da hinten. Ne, hier muss dann irgendwie so ein Klippenweg, habe ich mir so gedacht. Ne, hier wirklich diese Balken rausstehend und dann diesen Holzweg da lang. Und ab und zu vielleicht auch mal bei solchen Schwachstellen halt. So wirklich so was wie in einer Art Hängebrücke. Ja, da bräuchte ich dann wahrscheinlich den Zordern mit seiner Hängebrücke. Der hat das ziemlich gut gelöst. Die werde ich mir dann wahrscheinlich abkupfern, Zordern. Ja, und hier kann man von diesem Turm aus kann man auch auf jeden Fall auf die Werft von Falkenstein gucken, die einen entscheidenden Baufehler hat. Sie ist symmetrisch. Und hier natürlich runter. Das muss ich auch alles noch anpassen, Freunde. Das ist noch nichts Festes. Und hier soll irgendwie auch ein Weg entstehen. Vielleicht sogar durch den Berg aus einer Höhle raus. Kann man hier rum. Man kann natürlich dann hier gucken. Hier kommen natürlich keine großartigen Bäume auf den Berg hin, ne? Aber man kann hier überall runter gucken. Und man kann sogar... War das hier? Nee. Ah, der war da hinten, glaube ich, weiter. Da kann man dann auch den Unterwassertempel sehen, der hier auch noch ist. Hier, der Turm, der inspiriert mich dazu, hier wirklich so einen großen Schlot zu machen, weil da drunter ist ja die Mine. Und in der Mine wird ja auch viel gebrannt, dass wir die Mine quasi unterirdisch eine Schmelze machen, mit einem großen Schlot, der nach oben führt und hier oben viel Qualm rauskommt. Ne? Also so richtig zwergenmäßig, sage ich mal. Ja, okay, natürlich kann man hier auch wieder in den Turm rein, immer wieder das Gleiche, rechts die Bänke. Da die Sitzbänke, also die Betten und so. Und hier oben wieder eine Tür, die nach links aufgeht. Dann kann man hier auf den Berg gucken. Hier kann man hingucken, natürlich zu dem Berg. Hier in diesen Erholungssee kann man reingucken. Man kann auf die zukünftige Burg gucken, beziehungsweise das zukünftige Schloss. Und hier, der Baum. Der uns im Frühling immer Probleme macht. So, dann kann man natürlich hier runter gucken, ne, hier ein bisschen in den Falkenstein reingucken, das Kommandantenhaus kann man sehen, die Frau vom Kommandanten kann man beim Sonnenbaden beobachten, wenn man Lust hat dazu. Ja, all sowas, ne, also ein Späßchen. Späßchen, verstehst du? Ja, das waren die neuen Türme. Die neuen Türme. Lass mich mal nochmal hoch. So. Und dann würde ich auch einfach sagen, von dieser Stelle aus... Müsste ich mich eigentlich verabschieden, ne? Ja, dann machen wir das am besten von hier vorne. Denn hier vorne ist eine sehr schöne Aussicht. Auf Falkenstein. Ach komm, sind wir mal frei, frech, fröhlich, fromm oder so? Naja, egal. Oh, oh. Au. 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 Wir wollen zumindest noch annähernd an Falkenstein dran sein. So. Ja, aber von... Nach kommen wir. Nicht schon wieder. Ich lege mich nicht mit denen an, weil das letzte Mal, wo ich mich mit einem Enderman angelegt habe, bin ich gestorben. Das ist der Grund, warum ich noch so wenig Level habe, beziehungsweise wieder so viele Level habe, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hätte schon längst mehr haben können. Ja, wie gesagt, von dieser Stelle aus verabschiede ich mich dann und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann morgen. Vergesst nicht, in die Kommentare reinzuschreiben, auch wenn die Folge erst um... auch um 20 Uhr wahrscheinlich rauskommt. Aber wie gesagt, ne, wir sehen uns dann morgen, ne? In diesem Sinne, tschüss!